eine sehr, sehr spannende Neuerung. Das ist halt eine Garage, ne? Um die Stabilität herzustellen. Moin, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Video. Heute ist Montag. Eines der letzten Videos war, wie ich da draußen im Garten beim Freeletics-Workout fast gestorben bin. Jetzt möchte ich das Freeletics-Thema nicht ganz aufgeben, aber natürlich bin ich nach wie vor Powerlifter, bezeichne mich als solcher und will natürlich auch so trainieren. Und es gibt eine sehr, sehr spannende Neuerung. Und zwar, das ist ein Schlüssel, wie ihr sehen könnt, unschwer zu erkennen, ein Vereinskollege und ich. Das ist der Lasse. Vielleicht hat der ein oder andere von euch den mal in meinem Video vom Vereinswettkampf letztes Jahr, genau vor einem Jahr, in Vechta gesehen. Lasse ist nämlich so ein netter Kerl, der drückt einfach mal 200 Kilo auf der Bank. Ja moin. Und wir haben uns eine Garage besorgt. Ich werde jetzt nicht verraten, wo, weil sonst lungert ihr da alle vor und wollt nur trainieren. Aber naja, sie ist halt in Norderstedt offensichtlich. Ja, kann man sich denken. Und auf jeden Fall haben wir jetzt heute endlich den Schlüssel bekommen. War ein... Wie sagt man? Naja, ist auch egal. Jedenfalls hat es lange gedauert, bis es geklärt wurde. Und da fahren wir jetzt hin. Und Lasse hat schon im Hintergrund viel, viel organisiert und viel, viel besorgt. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt ins Auto und fahren mal rüber. Gucken wir uns das mal an. Jo, so sieht das coole Stück aus. Ist halt eine Garage, ne? Klein, dunkel. Wir werden jetzt ein bisschen sauber machen. Dann räumen wir da mal aus und dann fangen wir an aufzubauen. Also, let's go. Ja, Freunde, den ersten Teil haben wir ausgeladen. Lasse fährt jetzt nochmal kurz das Auto tauschen, weil da noch mehr Stuff drin ist. Und ja, wir werden jetzt anfangen, den Boden zu verlegen, also die Matten reinzulegen, dann das Rack aufzubauen und ja, dann so ein bisschen zu gucken, wie wir alles so hinstellen. Aber ich kann bald wieder, oder wir können bald wieder trainieren, und zwar in einer eigenen Garage. Wie geil ist denn das? Ich werde jetzt mal anfangen und wollen mal gucken, was wir hier so auf die Beine kriegen. Nein, 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 auf keinen Fall. Ja, Freunde, gestern ist es dann recht schnell doch recht dunkel geworden und ihr habt so ein paar Zusammenschnitte gesehen. Heute ist ein Tag später und es geht jetzt quasi direkt wieder in die Garage. Wir wollen noch ein bisschen weiter anpassen, noch ein paar weitere Sachen machen. Und dann ist es eigentlich schon so, dass wir bald trainieren können. Also ihr seht jetzt quasi wieder ein bisschen was vom Einrichten, Einräumen, dies und das. Das seht ihr auch so wieder ein bisschen im Schnelldurchlauf und so weiter und so fort. Und dann seht ihr gleich schon das erste richtige Training in der Bude. Also, let's go.
So, noch ein Tag später, beziehungsweise zwei Tage später. Heute ist Donnerstag. Montag und Dienstag waren wir hier in der Garage. Es hält wahrscheinlich ein bisschen bei euch. Und es ist natürlich auch lichttechnisch ein bisschen schwierig, weil hier ist kein Strom. Aber wir haben uns ausgeholfen mit zwei von diesen Akku-LED-Leuchten. Und ja, das ist unsere Garage. Hier werde ich jetzt künftig trainieren, während des Lockdowns und auch danach, weil es ist halt direkt um die Ecke von da, wo wir wohnen. Und Lasse hat auch schon ewig lange so den Traum gehabt vom, in Anführungszeichen, eigenen Gym. Und irgendwie haben wir uns dann zusammengesprochen und geschnackt. Und da wir direkt quasi fast nebeneinander wohnen, okay, ist ein bisschen übertrieben, aber sehr nah beieinander, haben wir gesagt, ey geil, lass uns was zusammen machen. Und wir haben hier eigentlich echt alles, was man braucht. Ich werde es euch natürlich jetzt so ein bisschen zeigen, beziehungsweise ein bisschen, das habt ihr ja schon gesehen. Aber vor allem geht es jetzt auch wieder ins Training und das Training geht wieder los. Wir starten so ein kleines, wieder Einstiegsprogramm quasi. Wir machen heute mal Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben, alles in 3x5 und dann noch so ein bisschen Zusatzarbeit für den Rücken und für die Arme. Und ich würde sagen, gehen wir rein. Gesehen, die drei Grundübungen sind durch und ich bin jetzt am Rücken dabei bei den Zusatzübungen. Ist natürlich ein bisschen speziell hier zu filmen, weil wenig Platz, ne? 6 Quadratmeter, was das sind? Ne, sind mehr. Wie viel sind das? 6 ist Quatsch. Naja, ist auch egal. Aber ja, wie ihr seht, man kann hier alles machen, theoretisch. Also praktisch auch. Gebeugt habe ich und ihr habt gesehen, es ist von der Höhe echt limitiert, also keine Ahnung. Viel mehr als 2 Meter sind das hier nicht in der Höhe, aber es geht trotzdem. Bank ging, Heben ging. Es hat wieder ganz kurz im Rücken gezwickt, das was ich vor ein paar Wochen schon mal hatte. Aber es ging dann beim Heben auch. Und ja, Gewichte sind noch leicht, sehr, sehr leicht. Selbst für mich, weil es jetzt darum geht, einfach entspannt wieder einen Einstieg zu finden. Und ja, das wollen wir jetzt auch machen. Deswegen wird jetzt einfach noch weiter ein bisschen Zusatzarbeit geleistet.
um die Stabilität herzustellen. Und ja, dann war es das schon mit dem ersten Training. Ich melde mich gleich nochmal. Freunde, und damit ist das erste Training hier im Keller auch absolviert. Im Keller ist gar kein Keller, ist eine Garage. Ich bin vorfreudig auf die nächsten Wochen und Monate und darauf wieder ins Training einsteigen zu können. Schreibt mir bitte mal, wie das hier mit dem Ton ist, wie das hier mit dem Licht ist, ob das so klar geht oder ob ich hier noch deutlich was dran machen muss. Viel kann ich hier nicht machen, weil halt kein Strom. Aber das, was ich machen kann, würde ich dann auch machen. Ja, ansonsten soll es das mit dem Video schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet irgendwie ein bisschen Spaß an der ganzen Geschichte. Und ich hoffe, ihr könnt einigermaßen so trainieren, wie ihr euch das vorstellt. Denkt dran, ne? Es muss nicht immer ein Gym sein. Wenn man die Möglichkeit hat, ist natürlich geil. Aber ansonsten auch das Freeletics-Thema ist nach wie vor für mich auch interessant. Und wie ich schon gesagt habe, ich will das auch weiterhin einbauen. Aber das ist natürlich hier meine favorisierte Wahl. In diesem Sinne sage ich besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.